Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Sendung aus dem Auto bei 30 Grad im Schatten hier in der Wüste. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt die Kamera, die er genommen hat. Dann gebe ich euch mal die andere Kamera. Dann habt ihr so ein bisschen einen besseren Blick und ich gucke euch auch in die Augen. So sieht es aus im Auto, wenn man vorm Target des Vertrauens steht, weil man shopping geht. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. Ich hoffe, dass das Bild besser ist als gestern. Gestern habt ihr euch ja beschwert, dass ihr zu viel von mir gesehen habt. Jetzt, wo der Ausblick blöd ist im Vergleich zu gestern, seht ihr mehr von Auto, ne? Also, denkt dran, den Kanal wie immer zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen und zu kommentieren. Das war auch schon die Sendung. Danke, dass ihr da wart bei der frisch gepressten Sendung. Nein, natürlich habe ich auch ein paar Themen, auch wenn ich die Reihenfolge heute geändert habe. Und zwar haben wir das Thema bei Lufthansa. Die haben Probleme mit den Triebwerken, das heißt also mit den Getriebefans der Neo-Reihe. Da sind 20 Stück mindestens außer Gefecht gesetzt nächsten Jahres. Wir haben dann nochmal, das waren die Freunde von, wie hießen sie nochmal, russische Firma, war es Azul. Ja, das muss Azul gewesen sein. Auf jeden Fall, die hatten zweimal Probleme mit einem 380er, der Wirbelschleppen verursacht hat. Ich gehe nochmal darauf ein, was Wirbelschleppen bedeuten. Dann haben wir ein Thema 380er-Ziele ab München. Neue dabei. Accor, wer bei Accor übernachtet, kann Bahnbonuspunkte sammeln. Wer bei Hyatt oder bei American Airlines einen Status hat, kann reziprok Status bekommen oder hat sogar Glück, dass es eine Promotion gibt. Ich habe nämlich einige gehabt, die haben schon ein Executive Platinum gekriegt, einfach so, ohne etwas zu tun. Dann geht es weiter mit den Freunden von Hyatt, die haben nämlich die Promotion Bonus Journeys gerade begonnen. Heißt, da gibt es mehr Punkte und auch da lohnt es sich, eine Kreditkarte zu haben von Hyatt. Weiter geht es dann natürlich mit einem Deal mit der Lufthansa. Da schauen wir mal, ob heute das mit den Punkten so auch klappt. Wobei ich habe da so meine Zweifel. Ich riskiere mal schnell ein Auge. Nee, die Punkte sind im Moment noch da. Also ich bin mal gespannt, wenn ich das gleich rüberbeame zu euch, wenn ihr das anschauen sollt, wie es ist. Das erste Thema, was wir haben, ist das Thema Lufthansa. Und zwar, wir wissen ja alle, dass die Pratt & Whitney 1100 G-Triebwerke Probleme haben, und zwar mit den Getrieben. Und da ist es so, dass rund 3000 Triebwerke die Hochdruckturbinenscheibe Probleme bereitet. Und deshalb müssen die Freunde der Lufthansa auch Flugzeuge besonders in die Wartung geben für die Triebwerke. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat ja gesagt, nö, haben wir nicht so ein Problem, sind nur ein paar Flugzeuge. Naja, ist ein bisschen problematischer, denn wenn man das ausrechnet, ist es so, dass im Schnitt 320er bzw. 321er jeweils aus der Neo-Reihe dort von betroffen sind. Und das macht das Ganze natürlich uncool. Und zwar ist das immer noch der Fehler mit diesem ME16 Pulverbeschichtungen, die dort für Malesche sorgen. Guck nochmal, das Bild ist immer noch in Ordnung. Ja, ist auch noch da, ist wunderbar. Habt ihr überhaupt schon geliked? Könnt ihr machen. Also insofern ist es so, dass in der Spitze bis zu 650 Flugzeuge ausfallen weltweit. Nicht von Lufthansa, so viel haben die gar nicht im Moment. Das heißt also alle 319er, 320er, 321er, alles was Neo ist, ist betroffen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
Bis 2026 dauert das, bis Pratt & Whitney diesen Fehler ausgemerzt hat. Und daran sieht man ja, dass es natürlich ein Riesenproblem ist, wenn es halt wirklich nur eine Triebwerksoption gibt oder aber wenn man halt ein Triebwerk hat, was Malaysia hat und das hat man dann in der kompletten Flotte, dann hast du halt richtig ein Problem. Gilt ja übrigens auch für die 220er von der Swiss, gilt auch für andere Flugzeuge, die dieses Triebwerk haben, nämlich die Boeing 737 Max haben das ja auch. Also da muss man einfach mal gucken, was da passiert. Kommentiert unten, was ihr davon haltet. Jetzt haben wir ein Thema Wirbelschleppen und da bin ich mal gespannt von euch, was Wirbelschleppen sind, ob ihr das wisst, was Wirbelschleppen sind und ob ihr jetzt auch im Flugzeug mehr angeschnallt bleibt, nachdem ich euch ja immer wieder erzähle, was im Flug passieren kann, Turbulenzen zum Beispiel durch Scherwinde, also das sind keine Luftlöcher, sondern es sind Scherwinde und da ist es halt so, dass wenn Flugzeuge keine Scherwinde haben, sondern trotzdem durchgeschüttelt werden, dass das die Wirbelschleppen sind. Und das sind Wirbel, die von den Flugzeugspitzen, von den Flügelspitzen kreisförmig nach unten gehen. Und diese sind halt wie solche Tornados in vertikaler Ebene. Und deshalb ist es ja auch so, dass man die Flugzeuge kategorisiert nach ihrem Gewicht. In den USA, wer den Flugfunk hört, hört ja auch zum Beispiel, wenn Emirates dann kommt, Emirates bla bla bla, heavy. Also das heißt, dass man ganz klar sagt, man ist schwer. Und deshalb gibt es auch immer eine vertikale und eine horizontale Staffelung. Das heißt also, Flugzeuge müssen einen Mindestabstand haben von 1000 Fuß in der Höhe, horizontalen und vertikal 300 Meter. Dieser Abstand ist zum Beispiel auch bei Landungen oder so weiter, dass man das weiß, wenn ein Flugzeug, das schwerer ist, kommt. Zum Beispiel, als ich in Hamburg-Fußbüttel gelandet bin, war vor mir eine 737 Air Berlin. Jetzt wisst ihr auch schon, wie lange das her ist, als ich in Hamburg auf der 33 gelandet bin. Und da wurde ich auch davor gewarnt, dass ich halt Abstand halte, dass man in diese Wirbelschleppen nicht reinkommt. Und da ist es halt jetzt so, dass diese Turbulenzen, die da passiert sind, sind halt Wake Air Turbulences im Englischen, im Fachjargon. Und da ist eine Maschine, eine 320er von Yamal war es, nicht Azul, das waren ja die anderen von gestern, die sind da durchgeschüttelt worden. Zweimal, weil es waren zwei Flugzeuge hintereinander von Emirates. Einmal die von Dubai nach Los Angeles, die andere von San Francisco. Und da ist es so, als die dann aneinander vorbeigeschubbert sind und die 320er entgegengesetzter Richtung, dann sind die Wirbelschleppen, die halt runtergegangen sind, so gewesen, dass das Flugzeug den gemacht hat und beide Flugzeuge dann dort das Gleiche gemacht haben. Das Thema ist natürlich ein relatives Problem, weil nämlich in dem Moment, wenn sowas passiert, sich der Autopilot abschaltet, was in dem Fall passiert ist, ist es so, dass man dann auf manuell gegangen ist. Man kann dann natürlich wieder den Autopiloten anschalten und dann geht es reibungslos weiter. Aber es ist halt natürlich ein Problem, wenn einem da erstmal die Kabine und der Kaffee aus der Tasse schwappt. Und diese gegenläufig drehenden Luftwirbel, das wäre die physikalische Beschreibung, sind natürlich so, dass das Flugzeug schlingert um die vertikale Achse und die rollen dann um die Längsachse. Also komplettes Problem. Und dazu haben wir auch eine Frage des Tages. Heute habe ich die Frage des Tages auch geschafft einzukopieren. Da haben wir es. Machen wir es ein bisschen runter. Und zwar, da seht ihr, Frage des Tages, sind euch die Gefahr vom Wirbelschleppen bewusst? Schnallt ihr euch auch immer im Flieger jetzt deshalb an? Oder achtet ihr zum Beispiel auf sowas, wenn ihr zum Beispiel guckt, man sieht ja am Himmel teilweise, wenn Flugzeuge sich so kreuzen, kann man nicht immer den vertikalen Abstand abschätzen. Aber wir haben ja heute gelernt, wie viel ist das Minimum, schreibt es unten rein, wenn ihr es gehört habt und wisst, was ich gesagt habe und wie der horizontale Abstand ist. Also vertikal, horizontaler Abstand könnt ihr heute in die Kommentarspalte rein tun. Und es gibt nichts zu gewinnen. Das ist echt warm. Nächstes Thema. Wollen wir weitermachen. Lufthansa A380, ein beliebtes Flugzeug. Wir hatten ja schon gehört, dass Los Angeles später angeflogen wird. Und die Zukunft der Flugzeuge ist ja eigentlich tot gewesen. Und ich weise immer wieder darauf hin, sie sind wiedergekommen. Ich selber habe damit
so semi gerechnet, aber am Ende habe ich dann Glück gehabt, dass sie gekommen sind. Derzeit werden natürlich von München aus Boston und New York angeflogen, das wissen wir ja alle. Ab dem 26.10. geht es dann doch endlich nach Los Angeles und nach Bangkok. Viele freuen sich von euch, wenn es nach Bangkok geht. Und ab 31.03. kommt dann natürlich noch zu den Zielen dazu Washington. Heißt also, alle Ziele, die geflogen werden, sind Washington, Boston, New York und also JFK. Und auch München, Los Angeles und dann auch Delhi. Und ich bin dann immer noch gespannt, und wenn alle 8 da sind bis 2025, ob man nicht die restlichen 6 oder zumindest einen Teil davon auch bei Airbus wieder sagt, vielleicht brauchen wir die doch. Also da könnt ihr auch mal kommentieren, ob ihr da sagt, das ist etwas, was wir doch hoffen, dass es kommt. Wir machen ja auch viele Meilensachen. Jetzt haben wir wieder eine Aktion für Bahnfahrer, die bei Bahnbonus sammeln. Arcor hat da eine Aktion gemacht. Wer bei Bahnbonus sammelt und in Europa zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober übernachtet bei Arcor, kann doppelte Bahnbonuspunkte für alle Arcor-Aufenthalte bekommen. Ganz wichtig. Und ich persönlich bin natürlich nicht so ein Arcor-Fetischist, ehrlicherweise. Es gibt einige schöne Sofitel-Hotels, aber wenn ihr es seid, vergesst nicht, dass ihr dann umstellt, dass ihr nicht bei Arcor sammelt, sondern bei Bahnbonus als euer Programm. Ich mache mal hier kurz die Hütte zu, weil es wird echt warm, wenn die Sonne einem hier auf den Schädel brennt. So, einmal den Himmel wieder zugemacht. Und die Länder, die es natürlich eligible sind, lese ich euch einmal vor. Das muss ich ablesen, das sind zu viele, das kann ich nicht. Albanien, Armenien, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Georgien, Deutschland, Ungarn, Irland, Kasachstan, Kirgisistan, Lithuania. Ihr könnt mir sagen, wie das heißt auf Deutsch. Und dann haben wir noch Luxemburg, Moldawien, Nordmazedonien, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Schweden, Schweiz, Niederlande, Usbekistan und United Kingdom. Also insofern, wer dort sammelt, kann das machen. Ihr müsst aber dann wissen, dass ihr dann keine Arcor-Punkte sammelt. Wo ich gerade wieder Slowenien gehört habe, da möchte ich noch eine Info zwischen reinschieben. Wer von euch kennt noch Adria Airways? Die waren ja auch irgendwie so mit der Lufthansa so halb verbandelt, Starlines-mäßig. Die sollen wiederkommen. Da bin ich mal gespannt, was mit Adria Airways passiert, ob die da wiederkommen. Weil Lufthansa hatte ja viele Flugzeuge in der Gruppe von der Schweiz oder aber auch von Deutschland dorthin geschickt, weil der Staat Slowenien diese Flüge subventioniert hat. Ich bin mal gespannt, wenn es mit der eigenen Fluggesellschaft geht. Jetzt gibt es noch eine Information zu Hyatt, eine geile Geschichte. Hyatt hat jetzt reziproke Statusvorteile für alle Freunde der Vielfliegerkunst und der Hotelübernachtungskunst. Das heißt also, wer bei Hyatt einen Status hat oder bei den Freunden von Hyatt oder American Airlines, so ist es richtig, bekommt einen Status. Das heißt also zum Beispiel, kriegt man entweder einen Fast Track oder aber auch einige Kunden habe ich gesehen, die wirklich einen Status direkt als Globalist gematcht bekommen haben. Nach welchen Kriterien das geht, kann ich euch leider nicht sagen. Mein Konto ist in den USA. Ich bin nicht beglückt worden. Ich hätte eigentlich auch nicht gebraucht, weil ich ja Qatar Platinum bin noch und ich bin Finnair Platinum. Aber wenn man die Challenge macht, kann es sein, dass man damit dann diesen etwas schneller bekommt, logischerweise, aber auch umgekehrt. Und das ist das, was mich ein bisschen aufregt. Die Leute, die bei American Airlines einen Status haben, die kriegen den Status bei Hyatt eigentlich auf Fast Track und dann auf dem silbernen Tablett, anstatt also umgekehrt, weil man hat halt mehr Vorteile, wenn man von American Airlines kommt, als wenn man von Hyatt zu American Airlines geht. Und da muss man natürlich zum Beispiel gucken, was es da ist. Wenn man zum Beispiel Platin oder Platin Pro ist, gibt es für die Platin, für die Globalist-Mitglieder eine Fast Track. Wenn man aber umgekehrt da Loyalty Points 42.000 Punkte macht und so weiter, dann kriegt man natürlich da auch wesentlich mehr Vorteile bei Hyatt. Und das ist natürlich schade. Falls ihr wissen wollt, wie das so aussieht, wenn man mal in sein Postfach geht. Und ich gucke jetzt in meiner Post nach, weil ich nämlich noch etwas habe. Ich muss mal gerade gucken. Ich habe es mir eben doch zurechtgelegt. War es hier das? Ja, hier ist es.
Und zwar beim nächsten Thema, da ist es so, auch lustig, Hyatt-Kreditkarte, ich weiß gar nicht, ist das jetzt scharf? Ach, siehst du mal, kaum guckst du nicht auf den Monitor, kannst die Frage des Tages auch wegmachen. Hier seht ihr das zum Beispiel mit dieser Karte bei der nächsten Promotion, die es gibt, ich lege das mal dahin, dass das nicht wegkommt, gibt es von Hyatt mehr Punkte, denn Hyatt hat nämlich auch eine Promotion aufgelegt und diese Promotion, die macht Folgendes. Und zwar, hier haben wir es doch direkt, und zwar World of Hyatt Promotion Bonus Journeys. Die Bonus Journeys funktioniert so, wenn man 3 qualifizierende Nächte gemacht hat, also nicht Stays, sondern wirklich Nächte, bekommt man nach 3 Nächten 3000 Bonuspunkte für maximal 21.000 Punkte bei 1250 plus x partizipierenden Hotels. Und wenn ihr diese Karte oder den silbernen Pendant habt, ich muss meine gucken, wo ich die auch habe, ich habe beide Karten, gibt es dann, wenn ihr damit auch bezahlt, nochmal bis zu 7.000 Punkte. Das heißt also nochmal für 3 Nächte 1.000 Punkte extra. Damit ihr seht, was das für einen Wert hat, zum Beispiel das Hyatt Place, wo wir auch in Frankfurt öfters sind, kostet in der niedrigen Saison 3.500 Punkte. Das heißt also, ihr würdet 2 Freinächte bekommen. Und wenn man den Wert irgendwo bei 80, 90 Euro sieht für die Nacht, das Hotel kostet gerne auch mal mehr, aber dann ist das auch teurer. Dann kostet es nämlich 5.000 oder 6.500 Punkte. Heißt also, ihr kriegt dann nochmal einen super Zusatzvalue für ungefähr 140, 160 Euro. Wenn ihr die Kreditkarte habt. Und jetzt wisst ihr, warum ich das sage. Kreditkarten lohnen sich immer. Ich habe hier nochmal die Liste für die Hotels. Die kann ich euch auch nochmal zeigen. Ich kopiere das einmal rüber. Dann können wir nämlich hier das zeigen, damit ihr mal die Hotels seht. Weil nämlich in Deutschland ist das so, dass die 32 Hotels, die teilnehmen, ich muss mich hier konzentrieren auf dem kleinen Bildschirm, aber so viele Bildschirme, er lädt gerade. Da ist es jetzt. So, dann kann ich euch das Bild mal zeigen. Dann seht ihr auch, dass, wie das lädt. Bin mobil unterwegs mit LTE. Da seht ihr zumindest die Namen, das Me and All in Düsseldorf, in Mainz und das Lindner Hotel am Dom. Dann am Nürnbergring und so weiter und so fort. Also es sind 32 Hotels, die in Deutschland da mitmachen. Und dann geht es noch sogar weiter hier. Auch neu wäre das Hubertus Mountain Refugio Allgäu. Und ihr wisst ja, bis zum Ende des September gibt es ja noch 500 Hyatt-Bonuspunkte zusätzlich, weil die Hotels neu zu Hyatt gekommen sind. Also das heißt, es gibt in Deutschland richtig viele Möglichkeiten, dort Punkte zu sammeln. Und selbst das Hyatt Place am Frankfurter Flughafen gehört dazu. So, was machen wir jetzt? Wir machen wieder das Bild auf normal und dann bin ich auch wieder hier, weil wir kommen jetzt zum vorletzten Punkt, und zwar ist das das Thema Dealzone-Deal. Den möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Da können wir dann wieder nochmal auf den Bildschirm schalten, weil wir haben ja festgestellt, das klappt. Und zwar, da seht ihr das, das ist ein Dealzone-Deal von Budapest über Frankfurt oder über Zürich mit der Lufthansa oder da mit der Swiss, und dann von den Strecken her sind es 520 Meilen nach Frankfurt von Budapest aus oder 5697 nach Hongkong. Preis hatte ich euch nicht genannt, 3199 Euro. Ups, jetzt habe ich euch das andere Bild gezeigt, das wollte ich natürlich nicht. Das passiert, wenn man nur so kleinen Bildschirm hat. So, da ist es. Aber ich wollte euch den Preis zumindest nennen. Das heißt also, es sind zusammen hin und zurück über Frankfurt 12.434 Meilen und 12.555, wenn man über Zürich fliegt. Das heißt also, dieses Jahr noch gibt es mehr Status- und Horn-Circle-Meilen und auch Executive-Bonus für den Deal. Ihr wisst ja immer, bei diesen A-Klasse-Deals, also First-Class-Discounted, ist der Hinflug in D. Und weil es der längere ist, habe ich euch für Budapest, Zürich, Hongkong das Ganze ausgerechnet. Bin auch froh, dass das sich auch zeigt. Also die ersten, das erste Leck und das letzte Senk sind natürlich in der Business-Class. Das andere ist in der First-Class von der Swiss. Und da gibt es 39.000 paar kaputte mit Air China. Hier seht ihr das Ganze bei Miles & More selber. Gibt es ja auch 38.600 und zwei, genau wie bei Air New Zealand, komischerweise. Die haben keine Null. Und dann geht das hier radikal runter bis zu 1250 mit den Freunden von Cathay Pacific. Und ich hoffe, Frank alias Panda, ich weiß gar nicht, hat er sich wieder umbenannt? Oh,
Er hat gerade mir die Fehlermeldung gegeben, mein iPhone ist zu warm geworden. Ja, da ist die Sonne natürlich knalle drauf. Guck mal, was passiert. Nee, ist eingefroren. Da muss ich euch die andere Kamera geben. Seht ihr da? So, jetzt müsst ihr wieder Continue Recording. Also, da müsst ihr mit mir wieder vorliegen nehmen über diese kleine Kamera an meinem MacBook. Und ihr seht, es wird hier richtig warm. Die Klimaanlage habe ich nicht ganz so laut gemacht, damit er mich hört. Aber um das Ganze nochmal zu sagen, wichtig ist bei dem Ticket ganz klar, da gibt es auch einige Bedingungen, auf die ich nochmal kurz eingehen wollte. Und zwar muss ich mir den richtigen Bildschirm hier suchen. Da ist es so, dass ihr natürlich eine Nacht von Samstag auf Sonntag haben müsst. Und 60 Tage vor Abflug muss man das Ticket kaufen. Ganz wichtig, das ist die Vorausbuchungsfrist. Ansonsten ist das Ticket relativ flexibel. Gute Verfügbarkeiten, zum Beispiel erst ab Januar. Aber dann geht es nach den neuen Regeln. Und ihr wisst ja selber, wenn ihr bei Eurobonus sammelt, bei SAS, ist auf Swiss A-Klasse immer schlecht, weil es nur 200% gibt, weil bei SAS ändert sich nichts. Deshalb immer First Class mit den Freunden von Lufthansa fliegen, wenn ihr bei SAS Eurobonus sammeln wollt, weil da gibt es dann auch die echten, ach nee, ich muss ja auf die Kamera gucken, dann gibt es da auch die echten 300% Bonus. So, jetzt gibt es noch das gute Schlusswort, nämlich zu euch, nachdem ich euch an die Frage des Tages erinnert habe. Wirbelschleppen, ist das für euch ein Thema oder nicht? Bleibt ihr angeschnallt oder nicht? Oder wart ihr euch bewusst, dass es Wirbelschleppen gibt? So, jetzt aber können wir alle abarbeiten. Hallo Sven, hallo Pete from Downtown. Schade, dass das gestern nicht geklappt hat. Ich glaube, du hast mir eine Nachricht geschickt, dass du gestern noch arbeiten musstest. Deshalb schauen wir mal, wann wir es das nächste Mal machen. Dann VentureX, Hallöchen, hallo Matthias, hallo Stadtberg, Grüße nach Berlin. Dann haben wir Roland, Grüße nach Österreich, viel Spaß in der Heimat. Dann Matthias, schnallt sich im Flieger immer an und nur manchmal vor Erlöschen ist anzuschnallen ab, wenn das Flugzeug aber schon steht. Ja, da hatten wir auch eine interessante Sache, wir sind ja in Los Angeles gelandet und wir hatten eine APU kaputt, also das heißt, die Hilfsturbine funktionierte nicht und die Hilfsturbine sorgt ja für Strom, das heißt also, dass die Klimaanlage und alles laufen kann. Das war in dem Fall leider nicht möglich, ist ein Problem gewesen und deshalb konnten wir, nachdem wir eh schon 15 bis 20 Minuten warten mussten, bis der Flieger vorher da war, ich meine, es wäre Cathay Pacific gewesen, die unser Gate blockiert haben, sind wir ran und dann brauchten wir externen Strom. Und dann lief trotzdem das Triebwerk weiter und wir mussten sitzen bleiben, angeschnallt, obwohl wir da quasi eine halbe, dreiviertel Stunde gewartet haben und das Flugzeug sich keinen Millimeter bewegt hat. Die Leute, die aufgestanden sind, ich bin auch aufgestanden, wurden von den Flugbegleiterinnen nicht nur verbal ermahnt, sondern auch durch Körperkontakt. Das heißt, also Flugbegleiterinnen sind durch die Reihe von hinten nach vorne gegangen und haben in ihrer Sektion dafür gesorgt, dass die Leute sich wieder hinsetzen. Ja. Das ist so üblich. Ich weiß gar nicht, ich gucke mal auf die andere Kamera. Ich habe ganz das ist so. Naja, nun gut, so ist das. So habt ihr, habe ich wenigstens ein gutes Profil, wenn ich so gucke? Naja, nun gut. Dann geht es weiter. Hallo Patrick. Ja, schön, dass du auch mal wieder dabei bist. Hallo Dietmar. Patrick schreibt, ich bin immer angeschnallt beim Flug. Ich durfte es mal erleben, knapp 10 Jahre her, was Turbulenzen anrichten können, nie wieder unangeschnallt in Ausrufezeichen. Ja, das ist richtig. Also ich bin zu 99,1% angeschnallt. Vielleicht 98,9. Kommt drauf an, wie man es rechnet. Dann, ich gucke immer noch in die andere Kamera. Ich muss das mal umdrehen, damit ich da nicht aus Versehen immer reingucke. Dann, was haben wir denn noch? Ich nehme mal die Kamera ein bisschen aus der Sonne, nicht, dass uns die Leitung hier wegbricht. Ich hoffe mal, dass die Leitung auch nicht zusammengebrochen ist. Gucken wir mal, ob das Interweb weg war. Zack. Oh. Dann angeschnallt aus der Toilette. Adria Airways, falls mit der ITA nichts mehr läuft. Ja, das ist richtig. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja. Viele Leute wissen den Sinn über das Gurt, nicht verstehen, was passiert, wenn genau, das ist auch richtig. Von 1987. Ja, wunderbar. Gut,
Dann haben wir die Sendung doch heute wieder zurückgebracht. Ich glaube, es ist nicht aufgezeichnet worden. Deshalb werde ich die Sendung nachher nochmal hochladen. guck mal, wo wir das schaffen. Ansonsten danke ich euch, dass ihr heute dabei wart im Rerun. Der kommt dann nochmal, da könnt ihr nochmal schauen. Und denkt dran, den Kanal nicht nur zu abonnieren, sondern auch die Glocke anzumachen. Und entschuldigt die Sendung, die heute so ein bisschen wild durcheinander war und ist. Also, in dem Sinne, aber ich gebe euch nochmal zumindest auch dann den Abspann, wenn ihr das nochmal nachguckt. Thank you.